Legion, hier ist Nomad. Over. Finlay, ein ehemaliger Kollege von Dr. Ballard, wird gezwungen, an Amber Ruin zu arbeiten. Er hat versucht, samt seiner Arbeit mit einem Flugzeug zu entkommen, aber er hat es nicht geschafft. Finden Sie Finlay und eskortieren Sie ihn zu Dr. Ballard am Abholpunkt. Seine Arbeit ist der Schlüssel für das Gegenmittel. Er wird auf dem Flugfeld der Whalers Bay festgehalten. Da kommt man allerdings nur aus der Luft rein. Verstanden. Nomad out. Ja, damit herzlich willkommen zur vermutlich, ich glaube, letzten Mission des Events. Operation Amber Sky. Ja, die letzte. Das wird, vermute ich, etwas länger. Es wäre etwas enttäuschend, wenn es kürzer wäre als die anderen Missionen. Ja, ich hoffe, es wird geil. So, Dr. Finlay ist für Sentinels Ziele so wichtig, dass sie ihn in einem vollständig abgeriegelten Gebäude gefangen halten. Der einzige Zugangspunkt befindet sich auf dem Dach und ist nur per Fallschirm oder Helikopter erreichbar. So, und das ist ein Standard-Scale-Gebäude, da wo wir eben, für mich eben, für euch letzte Folge, auch schon mit dem Fallschirm drauf gelandet sind. Das ist das da unten. So. Das ist natürlich schlecht, denn wir... Oh, kann ich da hoch? Wenn ich da hoch kann, ist alles gut. Dann können wir mit dem Fallschirm da rein, dahin. Wenn nicht, müssen wir irgendwie gucken, dass wir uns einen Heli organisieren. Und wie ihr seht, habe ich mir jetzt zum Abschluss nochmal einen Skin gekauft, meinen letzten, ja, die letzten Ghost Coins ausgegeben. Und zwar Mozzi. Mozzi Mabuse, man kennt ihn. Na, natürlich Mozzi aus Rainbow Six Siege. Komme ich da nicht hin? Was ist das denn hier? What? Ich komme da nicht hin. Ach, Mist, oder? Komme ich da unten rüber. Mal schauen. Ja, da könnten wir eventuell, wenn es nicht zu steil ist, hochkommen. Und dann dahin will ich. Wenn ich natürlich von hier aus schon abspringen kann, wird es halt wieder knapp, ne? Ich könnte natürlich auch einstellen, dass ich mir Fahrzeuge am Biwak spawnen lassen kann. Aber das will ich nicht. Denn ich bin der Meinung, dass die Missionen auch so funktionieren müssen. Auf Einzelfeuer umstellen. Bisschen halbes Magazin verballern, den Rest wegwerfen. Alles gut. Immerhin ist hier noch kein... Ich bin mal gespannt, wie das bei ihm aussieht, wenn er eine Gasmaske anzieht. Ich meine, das Flugfeld an sich ist im Gasgebiet. Ich bin gespannt. Ist der Helm dann ganz weg? Ich meine, wenn das ein Helm im Maskenslot ist, müsste er eigentlich auf jeden Fall weg sein. Oder ist nur der vordere Teil weg? Oder zieht er gar keine Maske an? Ich bin echt gespannt. So. Alte Videospielweisheit. Dort, wo Gras wächst, kannst du hoch. Am Berg. Das war schon immer so und wird hoffentlich auch immer so sein. Ach, das Spiel sieht einfach fantastisch aus. Kannst du sagen, was du willst. So, da vorne waren Gegner, die habe ich eben gesehen. Solange wir nicht den Berg runterrutschen, ist alles gut. Hallo ihr beiden. Feuer auf mein Kommando. Das ist das Geräusch, ich gehe das auf Position. Ich habe Kopfschmerzen. Könntest du dein Kart bitte für dich behalten? Gib mir nur den Befehl. 3, 2, 1. Befehl! Erwischt. Wir kriegen Gesellschaft.
Da habe ich gerade irgendwie noch eine Sekunde überlegt, ob ich jetzt Feuer oder Befehl sagen soll. Hat das Ganze ein bisschen, ja, nicht so gut aussehen lassen. Egal. Geldkredits. So, ich hoffe, die Dinger gehen jetzt nicht gerade auf. Das wäre natürlich, wäre echt schlecht. Komm, du kannst da hoch, ich weiß das. Komm schon. Ich weiß es genau. Ich war schon mehr als einmal da oben. Also auf so einem Ding, um runter zu springen. Du kannst das, ich weiß das. So. Hol dich aus und erhol dich ein bisschen. Oh, Ausdauer weg. Das ist natürlich schlecht. Okay. Na dann. Ich hätte jetzt können noch ein bisschen fliegen. Ein bisschen gleiten, aber. Ich wollte es nicht übertreiben. Lieber auf Nummer sicher gehen. Und hier oben ist noch kein Gas, ne? Ist da eine Wache? Sehe ich da eine Wache? Nee, aber ein Geschützturm. Ungünstig. Ach nee, ein Mörser nur. Alles klar. Trotzdem den hier. So, wir sind drauf. Deaktivieren bitte. So, und? Er hat tatsächlich keine optische Maske an. Da kommt doch keiner mehr. Ich wusste, dass das. Vielleicht sollte ich doch nochmal auf Autofeuer stellen. So, was sollen wir hier genau machen? Retten und zu Dr. Ballard bringen. Er wird am Flugfeld der Whalers Bay festgehalten. Ja, das wissen wir. Wenn sie gesehen würden, wird Dr. Finney hingerichtet. Okay, gut, das wusste ich nicht. Ist da irgendjemand drin? Ist die Frage. Wir wissen ganz genau, dass wir draußen sind. Ist niemand drin. Niemand drin, niemand drauf. Da unten läuft jemand spazieren. Da laufen mehrere spazieren. Oh mein Gott, da laufen viele spazieren. Wo ist der Generator? Generator. Da gibt's Masken. Ist kein Generator? Das ist schlecht. Ein Generator müsste leuchten, ne? Wenn er. Wenn wir ihn sehen. Der Wärmebildansicht, aber hier ist nichts, was leuchtet. Das ist schlecht. Für uns. Gut für Sentinel. Gut für die Geschütztürme, aber schlecht für uns. Was gibt's denn? Da muss irgendwo ein Generator sein, sag mal. Ich hätte schon viele beschissene Aufgaben. Tja. Ich finde ihn nicht, wenn denn einer da ist. Naja. Hier ist niemand. Da kommt doch keiner mehr. Ich würde das jetzt nicht so unterschreiben. Autos haben wir da überall. Aber ich mach's doch lieber mit der. Sehe ich den Laser besser? Der MALDA-Laser passt leider nicht auf die. Passt leider nicht auf die Pistole. Wir Ghosts versuchen, Kämpfe schnell zu beenden. Da höre ich jetzt so auf Anhieb nix. Aber da geht bestimmt, da ist bestimmt die Kacke am Dampfen. Die Türen gehen bestimmt auf. Wenn ich den da raushole.
Nun, oh fuck. Jetzt haben wir ein Problem. Wir haben keinen Filter mehr. Das ist echt ein Problem. Ich hätte noch mal bei Maria halt machen sollen. Die Zielpersonen kommt. Echt guter Schuss. Okay. Jo. Nee. Befrei den Mann. Oh Gott, wie ich das hasse, wenn da so eine Waffe neben einem liegt, den man befreien soll. Team, Feuer frei. Schießen! Schießen! Kann ich den jetzt irgendwie befreien? Geht das? Hallo? Nein, nicht die Waffe. Jetzt geht's. Oh mein Gott. Ich hole Sie heraus, Dr. Finlay. Ich arbeite mit Dr. Ballard. Ich vertraue Ihnen, aber wir müssen auch ein Flugzeug nehmen. Das ist zu riskant. Meine ganze Arbeit ist darin versteckt. Ich kann es nicht zurückgeben. Dann haben wir wohl keine Wahl. Kommen Sie. Warum ist die Tür offen? Nee. Ah, da gehen die Türen auf. Okay. Komm, mach. Ich hab nicht mehr viel Zeit. Na toll, Verstärkung haben sie auch gekriegt. Direkt ins Ziel. Team, Feuer frei. Hä, warum hat er denn jetzt die Waffe gewechselt? So, was müssen wir machen? Stehen Sie das Flugzeug, okay. Erreichen Sie den Abholpunkt. Leben. Nein, das wollte ich nicht. Ich wollte mir eine Spritze reinmachen. Haben wir irgendwo vielleicht eine Station? Da vorne, das ist zu weit weg. Zu viele Gegner. Oh, verdammt. Bitte nicht. Ich will nicht sterben. Nicht jetzt. Noch 3 Kilometer fliegen. Finde ich, komm. Ich warte jetzt ausnahmsweise mal nicht auf die, auf unsere Kameraden. Denn wir haben keine Zeit. Ich muss hoch genug fliegen, damit ich aus dem Gas rauskomme. Oh, geschafft. Heilige, das war echt knapp. Ich würde echt gern mal sehen. Es ist ein novichter Kampfstoff. 10-mal tödlicher als das VX-Nervengas, das Raven's Rock nach Aurora gebracht hat. Das Gas verflüchtigt sich nicht so schnell. Vielmehr steht es tagelang in der Luft. Die physiologischen Effekte sind grauenhaft. Heftige Muskelspastiken, unermessliche Schmerzen und ein Druck auf der Lunge, der die Atmung behindert und letztendlich zum Tod führt. Es ist mit NATO-Ausrüstung nicht aufspürbar und Sentinel will es wie ein Fertigprodukt massenweise verkaufen. Dr. Ballard wird ein Gegenmittel finden, ganz sicher. Okay, landen? Oh je. Ich bin bei Breakpoint legit noch nie gelandet, glaube ich, mit dem Flugzeug. Ich bin immer nur im Fallschirm abgesprungen. Bei Wildlands musste man das ja auch öfters machen, also öfters landen. Aber bei Breakpoint fühlen sich auch die, selbst die Flugzeuge fühlen sich super träge an. So, komm. Ah! Nicht kaputt gehen. Oh Gott. Ist das Ding jetzt hängen geblieben hier? Ernsthaft? Jetzt bin ich ernsthaft hier hängen geblieben. Kann ich auch jetzt dahin laufen? Du musst nicht antworten. Ich wünschte einfach nur, es wäre vorbei. Ich glaube nicht, oder? Hast du das geahnt, als Skell aufgetaucht ist? Ich bin einfach froh. Ich brauche ein Fahrzeug. Nein.
Nicht so. Es kann nicht so enden. Gibt's hier oben... Moment, ich erinnere mich, da gibt's ein... Da vorne. Gibt's da ein Fahrzeug? Ja, gut. Ich muss das Fahrzeug ein bisschen, das Flugzeug ein bisschen rüberschubsen. Ich hoffe, es geht dabei nicht kaputt. Oh Mann. Hau ruhig ab, ich finde dich. Komm, Finley, du auch noch einsteigen. Nicht, dass ich dich aus Versehen überfahre. Das Fahrzeug aus Versehen kaputt mache, dann habe ich natürlich auch ein Problem. So, Vorsicht, Wildschwein. So, jetzt ganz vorsichtig, ganz langsam. What? Na gut, aber das müsste schon reichen. Ganz sanft geküsst und schon ist halb Flugzeug kaputt. So, jetzt vorsichtig zum Punkt fahren. Halt! Halt, bleib doch stehen! Das Flugzeug hält nicht an. So, jetzt anhalten, aussteigen. Zählt das? Was ist das? Ja. Dr. Finley, überprüfen Sie die Ladung des Flugzeugs. Wie mache ich das? Das hört sich an wie eine Bombe. Wie überprüfe ich jetzt die Ladung? Ich sehe nicht, wo ich welche Taste drücken muss. Ah, hier. Okay. E war's. Sie orten uns. Das Flugzeug muss verwanzt sein. Ach, toll. Auch zu schön, um wahr zu sein. Na toll. Na toll. Team, Feuer frei. Seid bereit, falls ihr irgendwas seht. Weg. Einer ist weg. Schießen aber irgendwie immer nur auf mich. Warum immer nur auf mich? Die anderen sind viel größere Bedrohungen. Bam. Löscht sie aus! Ich eröffne das Feuer. Oh Gott, es kommen auch noch andere. Kommen die auch noch zu Fuß? Oh mein Gott, Wolves! Ihr wollt mich doch verarschen. Warum kommen jetzt noch Wolves? Oh Gott. Wer denn her? Gut gemacht. Achtung, Granate! Scheiße! Oh Gottes Willen. Das alles? Nee, scheinbar nicht. Granate? Da hinten haben wir einen Sniper. Ich sehe nichts. Da ist er. Gut gezielt. Weich mal ein bisschen aus. Oh, warum kann ich da nicht durch? Was soll die Scheiße? Ja. Warum habe ich da nicht durchgepasst? Das gibt's doch nicht, Mann. Oh. Ich könnte nochmal einen Heilungsboost von Finker gebrauchen. Denn sonst falle ich jetzt gerade direkt wieder tot um. Ja, genau. Was siehst du? Ich hab noch nicht mal gestanden. Oh. Okay. Vor allem, wie kommen die so schnell dahin? So schnell da hoch? Vor allem, da hinten ist eine Klippe. Überprüfen Sie die Ladung des Flugzeugs. Natürlich machen wir das wieder.
Und ich habe hier sowieso keinen Filter mehr. Dann rüste ich mir hier schon mal die anderen Heilspritzen aus. Aber da ich weiß, was passiert. Moment. Ich weiß ja, was jetzt hier passiert. Passieren wird. Vermieten wir hier doch mal die Gegend ein bisschen. Ist ein bisschen cheesy, aber besser als zu sterben. Weil einfach 5 Millionen Gegner kommen. Wie viel haben wir noch? Eine. Ich habe auch noch andere Minen, theoretisch, aber... Ach komm. Wenn wir schon dabei sind. Da ist uns... Wir haben einen etwas größeren Sprengradius. Oder mehr Sprengkraft, ich weiß es nicht. Irgendwie werden sie schon besser sein. Einsammeln kann ich die nicht mehr. So viel steht fest. Erewhon riecht langsam wie eine Umkleidekabine. Ich bin nur froh, dass ich rauskomme und was zu tun habe. Okay, dann MK1 und MK2 Granaten. So. Was ist das? Bist du bereit für diesen Kampf? Bin ich immer noch verletzt? Ich hab da so eine Schusswunde am Bein. So. Sie orten uns. Das Flugzeug muss verwanzt sein. War auch zu schön, um wahr zu sein. Warum habe ich da eben nicht durchgepasst? Jetzt geht's. Komisch. Team, Feuer frei. Mann, danke. Feuer frei! Alles! Ich baller hier meine ganze Munition. War's das? Jawohl, sehr gut. Zerquetscht sie! So. Jetzt wird spannend. Ich mach mal nix. Wenn sie es alleine schaffen, ist gut. Helft natürlich ein bisschen, wenn ich jemanden sehe. Was? War es das? Eben waren es mehr. Wieder. Team, Feuer frei. Feuer! Ich glaube, die haben ihren Feuerbefehl verloren. Wo ist der? Ich sehe halt nichts da hinten. Zeug steht halt auch blöd da. Entdeckung! Ein Scharfschütze! Ist nicht irgendwie ironisch? So ein Scharfschütze bei den Wolves? Der lebt noch? Ein Sniper zieht auf uns! Immerhin ziehen sie nicht mal ausnahmsweise nicht auf mich.
mein Gott, wie viele Sniper sind denn da? Alter Schwede. Danke. Danke für die Adrenalinspritze. Ich auch. Kein Feindkontakt mehr. Sammelpunkt bei dir. Das war's. Gehen wir. Team, Feuer frei. Leise. Okay. Aufpassen. Hier gibt es Zivilisten. Kann ich mich verarschen? Nur überleben. So macht man das. Amen. Überlebt. Aber da sind noch Feinde. Ich darf halt auf. Jetzt passe ich wieder nicht durch. Ach, geduckt passe ich nicht da durch. Muss ich nicht verstehen, aber okay. Umgebung gesichert, nice. Gut, es war jetzt nicht so sehr mein Verdienst, als vielmehr der unserer Kameraden. Warum ist er denn da unten? Na gut, dann gehen wir eben da runter. Schalt einfach drauf. Wie ist ihr? Weg. So, und jetzt bin ich gespannt auf das Ende. Und dann müssen wir uns natürlich auch noch unsere Unterlauf-Schrotflinte abholen. Ja, hallo Dr. Finley und Dr. Ballard. Alles fit? Warum hast du noch deine Maske an? Warum liegt der Stroh rum? Ich habe Ihren Mann, Dr. Ballard. Es war ziemlich knapp, aber wir haben es heil aus dem Hinterhalt herausgeschafft. Danke. Wenn Nathan und seine Arbeit in Sicherheit sind, haben wir, was wir für das Gegenmittel brauchen. Ohne Ihre Hilfe wäre das alles nicht möglich gewesen. Ich danke Ihnen für Ihre Arbeit, Dr. Ballard. Das Gegenmittel ist unsere einzige Chance, diesen Irrsinn aufzuhalten. Alles, alles? Unterlauf-Schrotflinte freigeschaltet? War das jetzt echt alles? Keine End-Cinematic oder so? Nix? Gar nix? Hier können wir uns noch den Rest abholen. Sieht aus wie ein Derringer. So, wobei eigentlich gar nicht. Gar nicht aus wie ein Derringer. Thatcher natürlich. Und eine KIA. K1A. Sieht auch seltsam aus. Aber. Yo, also. Nicht mal irgendwie eine Endsequenz oder so. Das finde ich ehrlich gesagt ein bisschen low. Aber hier mal gucken, Unterlauf. Wo haben wir den Unterlauf? Wo ist das? Der Granatwerfer? Wo? Geht das Ding hier nicht drauf? Geht das nicht auf diese Waffe rauf? Der Unterlauf-Granatwerfer? Würde es hier drauf gehen? Man weiß es nicht. Naja. Okay, dann. War es das jetzt Nomad, mit diesem Event? Oder auch Rainbow Six dankt Ihnen für Ihren Einsatz. Dr. Ballard wird bald ein Gegenmittel haben. Die Produktionsstätten von Ember Ruin wurden zerstört, die Lieferungen konfisziert und Rainbow hat weltweit Kaufinteressenten verhaftet. Sie haben Millionen Leben gerettet. Ich hatte Hilfe. Mit etwas Glück wird Sentinel sowas nicht nochmal versuchen. Solange Sie da sind, wird das sicher kein Problem. Wenn die wissen, was gut für Sie ist. Bestätigt. Legion out. Nun, immerhin nochmal ein Enddialog. Ach, weißt du was, komm. Sieht sie uns noch? Hey, hier sind wir. Oh, schlecht, ich habe keine Munition mehr. Ist mir noch nie passiert. Ja, und mit diesem wunderschönen Panorama, das irgendwie durch mich versaut wird, entlasse ich euch aus dem Event. Operation Ember Sky. Ja, dann
Ich hoffe, ihr hattet Spaß. Ich hoffe, du hattest Spaß. Und ja, falls du es noch nicht getan hast, ein Abo wäre sehr, sehr nett. Und dann sehen wir uns auf jeden Fall in der nächsten Folge, was auch immer das sein wird. Und dann, ja, bis zum nächsten Mal, mein Freund. Ich freue mich auf dich. Wir sehen uns. Toll. Hier. Vielen Dank.